Beim Flüchten macht das auch nicht unbedingt schneller. Ich krieg nicht mal Schaden durch die. Da sie mich nur langsam machen. Drachensprung, das ging schnell diesmal. Einrichten. Megasprung, Hypersprung, Drachensprung. Greift mehrere Gegner an. Das ist doch cool. Stimmt, der erste Gang hat nicht geblitzt. Ah, das war wahrscheinlich Sektor 1, ja. Das war ja der erste Sektor. Der erste Reaktor, den ich schon in der Luft gesprengt hatte. Sprich, der ist ja jetzt nicht überladen. Huch. Gewundener Tunnel. Ich würde es einfach U-Bahn-Schacht nennen. Hier fahren doch sicherlich Züge lang. Zumindest sieht das da unten aus wie Gleise. Richtig mies wäre, wenn ich wirklich an dem Schacht, wo ich runtergeklettert bin, eins nach oben gemusst hätte und wäre am Ziel gewesen. Ich wirklich den kompletten Weg umsonst gegangen bin. Na klar, den Weg bin ich jetzt sowieso umsonst gegangen. Aber wenn das Ziel wirklich nur eine Bildschirmbreite weiter gewesen wäre, das wäre am schlimmsten eigentlich. Dann würde ich mich, glaube ich, am meisten ärgern. Aber das werden wir ja gleich erfahren. Finito! Oh, Neo Bahamut hat Level Up. Aber so wie es aussieht, habe ich keine Kisten liegen lassen. Na gut, in der Hinsicht hat es sich ja dann schon gelohnt, also ganz umsonst war es natürlich nicht. Ich habe ja nicht nur diese vier Kapseln bekommen, die einen Attributwert je um einen erhöht haben, sondern ich habe ja auch die Materie bekommen, die ist richtig, richtig wichtig. Also ich hatte irgendwie gelesen, es gibt auch irgendwelche Gegner. Wenn man denen bestimmte Items opfert, dann kriegt man was. Und wenn man denen zum Beispiel Mega-Elixiere opfert, dann kriegt man wohl richtig viel Erfahrung. Und so kann man gut sein Level pushen. Hey, er hat sich selbst getroffen, das ist gut. Ja, dadurch ist er entfusioniert, entverwirtiniert. Er ist nicht mehr verwirrt. So, aber heilen sollte ich jetzt vielleicht doch mal. Das war so klar. So, Gang 7 hatte ich, glaube ich, gestartet. Also bin ich gleich wieder an meinem Startpunkt zumindest angekommen. Wer weiß, wie lange es von da dann noch dauert. Ach stimmt, er hatte Mimic. Ich mach mal Mimic und sie macht Slash. Aber ich glaube, das zählt nur für Fähigkeiten und Zauber. Ah,
Aber auch mies, wenn ich mit Cid jetzt zum Beispiel Quattro-Zauber Ultima mache. Ultima ist ja einer der stärksten Zauber überhaupt. Und dann mit Mimik den Zauberkopierer ist die Frage, kopiert er ihn dann einmal, weil er den Zauber kopiert, oder kopiert er die Aktion von Cid, womit das er auch viermal machen müsste. Ich glaube sogar, er müsste es viermal machen. Oh, wie fällt denn der aus da hinten? So, und Tifa könnte auch mal wieder ein Limit-Level-Upgrade kriegen. Vor allem, weil das noch ziemlich groß wird. Hui, 3, 5, 5, 5. Unsere vollbusige brünette Freundin. Ich glaube, das mit Zweifach-Item geht immer noch. Ich glaube, ich hatte irgendwas gelesen, dass dieser Fehler nicht behoben wurde. Wobei das ja zum Gunsten des Spielers ist. Oh nein, da sind sie. Hey, die kennen wir da auch noch. Aber es ist die Frage, wie können die aus der Richtung kommen? Da waren noch zwei unserer Leute. Was sollen wir nur tun? Ich glaube, ihr könnt jetzt eure Befehle ignorieren. Rude. Nee, Reno. Rude war der Glatzkopf. Elena, reiß dich zusammen. Wir sind die Turks, Elena. Ja, du hast recht. Na los, wir haben zu tun. Wenn es unbedingt sein muss. Unser Order war, euch zu suchen und zu töten. In unserer Firma mag es drunter und drüber gehen, aber Befehl ist Befehl. Das ist der Geist der Turks, glaubt mir. Worauf wartest du? Ich könnte sagen nein. Es gibt Erfahrung und Belohnung. Ich will gegen die kämpfen. Ich weiß, wir haben eine komische Beziehung, aber wir müssen das zu Ende bringen, wie richtige Turks. Jetzt echt weglaufen können? Ich mache jetzt mal Mimik. Und sage mit ihm Ultima. Dann kann ich das gleich mal austesten, was ich gerade überlegt hatte. Vor allem jedes Mal trifft 1-7 bis 2-3. Ist schon übel. So, und jetzt ist Cloud dran. Oh, sie ist schon tot. Oh nein! Das war eine Abschlussattacke. Ach Mist, ich werde die ganze Zeit angegriffen. Und er hat sein Mimik nicht gemacht, wahrscheinlich weil die Attacke schon vorher gemacht werden musste. So. Na, komme ich zum Heilen? Oh, geht's gerade nicht so gut. Wobei der Quattro-Zauber Ultima schon ziemlich krass war.
2-4 bis 3-1. Okay, und Ellen ist nur in die hinterste Reihe gesprungen. Oh, schön. Ich frage mich gerade, warum er sein Limit... Achso, weil ich den Limit schon hatte, bestimmt. Tja, Rache ist Sujin. Oder wie sagt man noch? Rache ist Blutwurst. Ach, das macht er einzeln. Ist ja witzig. Boah, das macht er mehrmals. Auf verschiedene, teils auch. Oh nein, Tifa wird sterben. Oh, Glück gehabt. Die hätten gut aussehen, die Turks. Hatte ich gar nicht erwartet. Wieder über 3000. Oh, Sid ist tot. Das zum Thema heilen. Wenn der jetzt stirbt, wäre blöd. Wenn der Kampf vorbei ist, kriegen nämlich nur die Erfahrungen, die noch am Leben waren zuletzt. Ja, da macht es auch zufällig. Also Rude hat gerade keinen Schaden gekriegt. Oh nein, wie erwarten. Jetzt kriegt Sid keine Erfahrung, das ist schade. Okay, es sind nur 4500, das ist seltsam. Oh, 450 AP, das wäre es wert gewesen. 3000 und Elixier. Vielleicht mehr erwartet. Das war ja gar nichts. Der Kampf war tausendmal schlimmer als der gegen das Weapon. Fällt mir ein, ich habe immer noch keinen Wiederbelebungszauber. Ich hätte die Materie mir echt mal kochen sollen am Anfang. Nur da habe ich mir gedacht, ach nö, warum 1000 verschwenden? Da bin ich davon ausgegangen. Oh toll, hier gibt es jetzt zwei Wege. Ach, da ist Yuffie. Na los, na los, na los! Tja, welcher ist der richtige Gang? Und welcher der falsche? Da bin ich immer den rechten gegangen. Tod. Ich kann auch noch zurück. Ist nur die Frage, wo ich lang muss. Hier geht's raus, also gucke ich mal rüber. Aber eigentlich dachte ich, ich muss zum Shinra-Gebäude hoch. Boah, hier ist so viel. Null. Hey, Sackgasse, das ist auch erfreulich. Geht's hier auch wieder raus? Erstmal kommt ein Kampf. Oh nein, er ist wieder verwirrt. Kann mitunter auch echt böse ausgehen.
Denn wenn er da mal crittet, macht er ja schon über 3000 Schaden. Hätte er nicht auf Sid machen können, der verwirrte. Ah, Konter. Und die Attacke auf ihn, schön. So bin ich überhaupt kein Risiko gegangen, von Sid ist demnächst angegriffen zu werden. Auch sagt dann Kassel nur, dass es hier reingeht. Scheiße, nur wo geht's lang? Scheiße, hier geht's lang. Nein, noch nicht. Oh, ich komme wieder zurück. Weil dann gehe ich wirklich nochmal den Gang zurück. Irgendwas muss ja da sein, wo ich gerade links gehen konnte. Ah, bin ich froh, wenn ich die Gegner gleich hinter mir gelassen habe.